So, die Sate-Marinade ist im Kosten. Die Sate-Sauce haben wir letzte Woche schon gemacht. Jetzt geht es an die Sate-Sticks. Was brauchen wir dazu? Für die Sate-Sticks brauchen wir, wir machen heute dreierlei Sate-Sticks. Wir haben die Sate-Marinade, schaut mal, wie geil cremig die ist. Richtig wie Honig. Da ist genug Zucker drin. Dann haben wir da Hühnerbrust und Hühnerhaxerl. Dann haben wir schöne Beigeschnitte. Und dann haben wir da noch ein Iberico-Schwein. Schaut euch das mal an, wie geil das durchzogen ist. Ah, das ist sozusagen das Karree oder der Rücken. Da machen wir auch Sate-Sticks draus. Und dann ganz wichtig für die Sticks, wenn ihr mit so Schaschlikspießerl arbeitet, dann legt ihr die über Nacht im Wasser ein. Dann verbrennen sie eigentlich beim Grillen nicht so schnell. Nehmen wir uns die schönen Beigeschnitten, da dann noch ein bisschen zuputzen. Wenn ich das im Ganzen grillen würde, würde ich das drauf lassen, das Fett. Bei den Spießerl wollen wir es nicht unbedingt haben. Das. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr am liebsten grillt. Und übrigens, was mich total freuen wird, wenn ihr liked, teilt und den Kanal abonniert. Und bleibt spannend. Wir machen auch noch vegane Sate-Sticks. So, was mache ich jetzt? Jetzt schneide ich das einmal in der Mitte auseinander. Und dann schneiden wir so Streifen. Seht ihr das? Einfach so Streifen aber schneiden. Wenn ihr das am Vormittag macht, am Nachmittag, sind die gut durchgezogen. Und könnt ihr es schon genießen, könnt ihr schon im Grill haben. So, und jetzt marinieren wir das. Die Sate-Marinade haben wir fertig, also keine Kunst. Das waren jetzt zwei Beigeschnitten, da drauf. Und einen großen Esslöffel von der Sate-Marinade. Und jetzt schön durchmarinieren. Richtig schön einmassieren ein bisschen. Herrlich. Genauso soll das ausschauen. Perfekt. Brauchen wir da keine große Wissenschaft draus machen. Rindfleisch. Ich schau mal, wie das riecht. Ich sage euch eins. Herrlich. Rindfleisch ist fertig. Und rauf damit. Ihr könnt übrigens auch ein großes Stück marinieren. Gell? Also ihr müsst nicht die kleinen machen. Das große Stück würde ich dann aber durchaus über Nacht marinieren. Das putzen wir auch ein bisschen zu. Schauen wir mal den Knochen runter. Weg damit. Dann den Fettdeckel. Den Großteil weg. Ein bisschen was darf da schon drauf sein. Herrlich. Weg damit. Auf die Seite. Aber da müssen wir jetzt durch. Und dann das gleiche Spiel wieder. Könnt ihr euch jetzt eh schon vorstellen. Wir schneiden sie in Streifen. Genau. Und dann auch wieder marinieren. Das sind ungefähr von der Menge her gleich viel wie die zwei beigeschnitten. So 200 Gramm ungefähr. Ein Löffel Sate-Marinade drauf. Wieder gut durchwudeln. Dass das richtig schön überall hinkommt. Und da kann man jetzt schon einen Löffel auch hernehmen. Aber Kochen ist eine Gefühlsgeschichte. Die müssen wir spüren, da darf man ruhig mit den Fingern rein. Sate-Sticks Nummer 2, mariniert, fertig. Schwein. Und wir starten mit Sate-Sticks Nummer 3. Da habe ich eine Hühnerbrust und eine Hühnerkeule. Ich sehe so, wie das eingefahren. Da ist schon mal der Knochen fast alles raus. Das Knöchel brauchen wir in dem Fall an. Das schneiden wir auch noch raus. Und den Flügelknochen schneiden wir noch weg. Den brauchst du aber nicht wegschmeißen, sondern den marinierst du damit. Und dann hast du so einen Chicken Wing dabei. Voll geil. Ich lasse die Haut gern drauf, die macht es ein bisschen saftiger. Wenn die Haut nicht meckt, tat es einfach weg. Und das Ganze schneiden wir jetzt auch, ja, das können wir da reinschmeißen, in Streifen. Und das wären übrigens die klassischen, also da von denen kriegst du in Malaysia an jeder Straßenecke kriegst du solche Sate-Sticks. Hühner-Sate-Sticks. Und durch diese Hühnerspießerl ist die Sate-Sauce also bekannt worden. Und das ist doppelt dicker. Das wollen wir auch nicht. Schneiden wir einmal eine Tasche rein oder schneiden wir ab. Und dann ungefähr gleichmäßige Streifen. Da braucht es jetzt keine Raketenwissenschaft machen. Es kommt eh alles am Spieß. Auch das Huhn rein in unsere Schüssel. Zack. Auch wieder ab 6 hängen. Eine Brust, eine Keule. Ein Löffel Marinade drauf. Und gut durchmarinieren. So, unsere dreierlei Sate-Spießerl sind mariniert. Schwein, Rind, Huhn. Die Schaschlikspießerl sind eingelegt, im Wasser über Nacht gewesen. Wie gesagt, damit sie nicht zum Brennen anfangen beim Grillen. Und jetzt geht es ans Stecken. Das ist ein bisschen Arbeit, deswegen habe ich mich hingesetzt. Wir fangen an mit dem Rind. Jetzt her, wir nehmen so ein schönes Streifferl. Und dann stecken wir es, seht ihr das? Immer so schön in der Welle. Einmal hin, einmal her, einmal hin, einmal her, einmal hin, einmal her. Stecken wir das da drauf.
nach hinten schieben. Und da machen wir jetzt so zwei Stück pro Spieß. Die Spieße sollen relativ klein werden, weil der große Spaß ist einfach dieses Snacken, ein bisschen auseinanderdrucken. Und so ist es perfekt. So ein, zwei Bissen sollen dann ausschauen auf dem Spieß. Genau so soll das ausschauen. Super, dann legen wir da her. Jetzt zeige ich noch eins, nehmen wir das Händel, zack, Hühnerbrust. Und genau das gleiche. Einmal hin, einmal her. Einmal hin, sodass wir so ein bisschen Welle kriegen beim Stecken. Das ist ein bisschen hocken, aber glaubt mir eins, es zahlt sich aus. Das ist der Burner auf jeder Barbecue-Party. Schaut, wunderschön gesteckt. Steckt man ein Schwein. Genau das gleiche. Anfangen zum Spießen und einmal hin, einmal her, einmal hin, einmal her. So, eine schöne Welle. Geil. Noch ein Stück drauf. Wie gesagt, pro Spießer nehme ich zwei so Stücke Fleisch und dann ein bisschen auseinanderdrucken. Genauso wie da schauen. Schwein, Huhn, Rind, satte Spießer. Die Stecke sind alle fertig. So, das ist der Teilspieß, das haben wir fertig gesteckt, schaut's her, jetzt schauen schon richtig geil aus, oder? Rind, Huhn, Schwein, ich packe die jetzt ein, haben jetzt so gute Freunde, da werden wir es halt grillen. So, und so könnt ihr es auch übrigens locker über Nacht im Kühlschrank aufheben, das tut den Spießer gar nichts. Könnt ihr also vorbereiten am Tag davor, Folie drüber, Kühlschrank stellen und dann einfach nur noch losgrillen, satte Sauce dazu. Ein Reis dazu, Nasi Lamar, wird auch richtig geil. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Happy Grilling, Happy Barbecue, liebe Grüße, euer Mario.